Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderfolge. Der ein oder andere, der meine Eve-Folgen regelmäßig guckt, wird die Szenerie erkennen. Das ist Jita44, was da gerade verschwindet. Und trotzdem befindet sich dieses Video nicht in meiner Eve-Playlist. Und wie der Titel des Videos es schon sagt, es geht hier um ein kleines Jubiläum, nämlich um den 100. Abonnenten. Das ist jetzt mittlerweile schon 2-3 Tage her, da ich leider keine Zeit hatte, zwischendrin aufzunehmen. In der Tat sind es aktuell, zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, 103 Abonnenten. Und das möchte ich zum Anlass nehmen, wie so viele andere, auch mal ein kleines Special zu machen. Und das Ganze hier läuft im Prinzip nur als Hintergrund. Hat also mit dem Inhalt des Videos wenig zu tun. 100 Abonnenten ist für mich persönlich schon ein kleiner Grund, stolz zu sein, da ich das ganze Projekt YouTube, nenne ich es mal, nicht in der Erwartung angefangen habe, der nächste Gronkh zu werden. Und das ist, denke ich mal, auch eine weise Herangehensweise, denn das werde ich sicherlich auch nie schaffen. Und im Vergleich zu den großen YouTubern sind 100 Abonnenten natürlich herzlich wenig. Trotzdem bin ich stolz drauf, dass immerhin doch der eine oder andere mir treu geblieben ist in den letzten Monaten. Und so kann man jetzt vielleicht nochmal die eine oder andere Statistik bemühen. Ich weiß gar nicht ganz genau, im Oktober oder im November 2016 habe ich meinen Kanal gestartet und seitdem 88 Videos hochgeladen. Angefangen hat das mit einer kleinen Aufwärm- und Fingerübung bei Pillars of Eternity, wo ich noch einiges über die Techniken lernen musste, über die Programme, die ich verwende, über das Mikrofon, Geräusche herausfiltern, störende Klicks und so weiter. Und habe dann relativ bald mit meinem Eve-Channel angefangen, dem ich vermutlich die allermeisten, schätzungsweise 95% oder mehr meiner Abonnenten und Zuschauer verdanke. So wurden meine 88 Videos dann mittlerweile 10.420 Mal aufgerufen und insgesamt 103.389 Minuten lang angeschaut. Das entspricht einer durchschnittlichen Dauer von fast genau 10 Minuten pro Video. Das macht mich stolz, das macht mich glücklich und deswegen wollte ich dieses Abonnenten-Special zunächst einmal natürlich dazu nutzen, all denen zu danken, die meine Videos regelmäßig gucken. Und gleichzeitig wollte ich auch die Gelegenheit nutzen, vielleicht mal ein bisschen Feedback zu provozieren, und zwar durch eine Art kleines Gewinnspiel. Ich würde gern ein wenig mehr erfahren über euch, meine Zuschauer. Was euch gefällt, wie ihr meinen Kanal gefunden habt, was euch nicht gefällt, was besser werden könnte und was euch vielleicht so an Titeln interessiert. Wie gesagt, angefangen hat es mit Pillars of Eternity, Eve Online kam dazu, dann ein paar Videos über Shadow Tactics, ein Spiel, was ich nach wie vor toll finde, aber was sich für meine Art aufzunehmen und zu spielen als zu umständlich erwiesen hat. Und parallel habe ich ja auch zu Eve noch meine Torment Tides of Numenera Playlist am Laufen, die auch noch einige Folgen vor sich hat. Aber vielleicht gibt es ja in den nächsten Monaten noch neue Spiele, die euch besonders interessieren, oder ihr wollt bei den Spielen, zu denen ich schon was gemacht habe, noch mehr sehen, mehr wissen. Und diese ganze Aktion soll dabei helfen. Ich möchte deswegen alle, die an dem kleinen Gewinnspiel teilnehmen möchten, darum bitten, dass sie mir unter die Videobeschreibung oder per E-Mail ein paar Informationen zukommen lasst. Und zwar zunächst einmal euren Namen oder Spitznamen. Hauptsache, ich kann euch irgendwie identifizieren, denn ansonsten ist es mit dem Gewinn beim Gewinnspiel etwas schwierig. Dann wüsste ich gern, wie ihr auf den Kanal aufmerksam geworden seid, welche meiner Videos ihr gerne guckt. Dann die Frage, was gefällt euch, und vielleicht noch wichtiger, was gefällt euch nicht, und da, wenn es geht, irgendwie konstruktiv, also nicht von wegen, deine Stimme ist langweilig und scheiße, weil an der kann ich nicht viel ändern,
Sondern halt, ja, hier, da und da könnte es noch genauer sein oder detaillierter oder du hast zu viel Amps oder das stört oder die Hintergrundmusik ist zu leise oder zu laut oder was auch. Dann, was ihr noch sehen wollt, entweder bezüglich der Spiele, die ich schon gezeigt habe und noch zeige oder was halt in den nächsten 3 bis 6 Monaten vielleicht erscheint. Und wenn ihr EVE-Spieler und EVE-Zuschauer seid, dann noch, ob ihr einen Alpha- oder Omega-Klon habt. Nun ist nicht jeder, der YouTube-Videos guckt, auch bei YouTube oder Google angemeldet und kann deswegen unter die Videos posten. Deswegen nur mal so als kleinen Hinweis. Unter den Videos, wenn man dann mal hier auf mehr Anzeigen klickt, ne, da stehen eigentlich schon seit meinem ersten Video noch ein paar andere Angaben. Und über diese E-Mail-Adresse hier kann man mir dann halt auch als Nicht-YouTube-Member diese ganzen Informationen zukommen lassen. Ich werde dieses kleine Gewinnspiel, denke ich mal, im Laufe des April offen lassen und dann unter all denen, die mir da etwas zukommen lassen, werde ich 3 Preise verlosen. Und zwar abhängig davon, wie viele an dem Gewinnspiel teilnehmen. Und meine Vorstellung ist, wenn also mindestens 20 Leute teilnehmen, dass der erste Preis dann zum Beispiel eine Drake ist, der zweite Preis vielleicht eine Mining Barge, der dritte Preis dann ein Kreuzer und eine Vexor zum Beispiel oder ein vergleichbares Schiff. Auch mit Ausstattung, also insgesamt vielleicht knapp 100 Millionen ISK im Gegenwert. Das funktioniert natürlich nicht für jeden, also wer Alpha-Klon ist, kann keine Drake fliegen und vielleicht oder auch keine Mining Barge. Da kann man sich dann, wenn ich die Gewinner durch Zufall ermittelt habe, da noch drüber unterhalten, ob es vielleicht andere Preise gibt in einem vergleichbaren Wert oder es gibt einfach nur das Geld. Etwas problematisch ist halt bei denen, die zum Beispiel Tides of Numenera oder eine der anderen Spiele, Videos schauen. Auch die möchte ich natürlich bitten, teilzunehmen an der kleinen Umfrage, an dem kleinen Gewinnspiel, aber denen kann ich natürlich in-game nichts zukommen lassen. Da müssen wir uns dann vielleicht dann nochmal unterhalten und einigen, ob die vielleicht irgendetwas anderes sich wünschen, was ich für sie tun kann, was halt nicht in In-Game-Goodies aufzuwägen ist, denn bei Offline-Spielen kann man da halt nicht allzu viel machen. Erwähnen werde ich natürlich alle Gewinner namentlich mit dem Namen, die sie genannt haben, es sei denn, jemand schreibt dazu, dass er das nicht will. Und wer auf meine E-Mail-Adresse mir irgendwas schickt, der kann natürlich auch absolut sicher sein, dass ich diese E-Mail-Adresse niemandem weitergebe. Hätte ich ja nichts von. Gut, das war's jetzt in eigener Sache. Ich hoffe auf eine rege Teilnahme an meinem kleinen Gewinnspiel, damit der Bereich unter meinen Videos nicht immer so furchtbar traurig leer aussieht. Und gut, falls die Preise oder das, was ich hier von euch erbitte, nicht ausreichen, um dementsprechend die Leute zu motivieren, ist das ja auch eine Aussage, wenn auch keine, die ich mir wünsche. Aber ganz so schlimm kann es ja nicht sein, sonst würden die Leute, würdet ihr ja nicht zugucken. Gut, das war die kleine Ansprache zum 100. sozusagen. Auch die 3, die seitdem dazugekommen sind, sollen sich natürlich herzlich willkommen und angesprochen fühlen. Und es wäre toll, wenn es ein paar Reaktionen und Antworten auf meinen kleinen Aufruf gibt. Wie gesagt, so Ende April mache ich die Sache zu. Anfang Mai werde ich dann mal berichten, wie es gelaufen ist und dann auch die Gewinner bekannt geben, wenn es denn welche gibt. Alles klar, bis dahin sage ich erstmal vielen Dank für die letzten Monate und bis zum nächsten Mal, euer Casuality.